Am dritten Tag kommt die nächste Person. Alle waren mit mir vielleicht alleine in einem Raum. Ne? Ich weiß es gar nicht. Da waren irgendwie keine Zeugen dabei. Es gibt keine Videoaufnahmen, es gibt keine Kameraaufnahmen. Weißt du, was ich meine? Ich schwöre, ich habe letztens zu meinem, ich habe eben gerade zu meinen Kollegen gesagt, gerade auf den Call, was soll als nächstes kommen? Soll jetzt morgen eine andere Person kommen? Weißt du, und auch sagen, ey, Red hat mich damals vergewaltigt oder so. Weißt du, was ich meine? Und ich war mit ihnen alleine in einem Raum, keine Ahnung, bei, lass mich nicht lügen, Video Days Berlin 2015 oder so. Weißt du, was ich meine? Na klar, Und dann letztendlich. muss ich mich jetzt zu jeder Scheiße äußern. Ich habe doch gerade ganz straight gesagt, ich bezichtige Carina der Lüge und ich kann mir sogar absolut vorstellen, dass gerade jetzt einige die Situation ausnutzen, aus welchen Gründen auch immer, es ist aus Missgunst. Ist es deswegen, weil man mich einfach nicht mag, nicht persönlich mag? Oder ist es einfach aufgrund der Aufmerksamkeit? Ich weiß es nicht. Ich kann dir das auch gar nicht sagen. Das musst du auch den Personen sagen, weißt du? Ja. Ich kann dir das auch nicht sagen, aber was soll ich machen? Soll jetzt morgen die nächste Person kommen und sagen, ey, Red hat letztens damals mich geklatscht? Naja, Weißt du? Und letztendlich. dann muss ich das nächste Video raushauen? Ja, ich habe hier nicht geklatscht. Was soll ich machen? Naja, ich verstehe, was du meinst. Letztendlich bewegen wir uns im Kreis, weil ich könnte jetzt Er ist noch hart, dreimal Digga. sagen, es macht keinen Sinn, warum sollte Carina lügen, weil die hat mit der ganzen YouTube-Geschichte nichts zu tun. Also die interessiert sich nicht für Ja. YouTuber oder irgendwas und die wird auch nicht. Also ich traue Carina nicht zu, dass die sich irgendwelche Geschichten ausdenkt, dann wirst du aber sagen, jo, aber es ist eine Lüge. So, letztendlich Ja, wird aber es es ist eine. eine. Ja, klar, Genau. deswegen, wir werden uns im Kreis drehen. So, was können wir jetzt machen? Womit würdest du dich sicherer fühlen, wenn du sagst, jo, da sind gerade alle einfach gegen mich und es passiert etwas, wo ich nichts gegen tun kann, außer Nein sagen? Sollen wir Carina dazu holen? Harte Fatz können wir machen. Also ich habe Oh, gestern. kommt Soll ich jetzt Carina auch! fragen? Ja. Können wir wirklich machen. Also guck mal, ich bin da voll offen. Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht der Typ, der sagt, nein, hol sie nicht rein, Digga, ich meine, Bruder, ich der weiß schon, Unge, teilweise, dass sie Waller, auch der Lügen raushauen Experte, wenn können die und so. jetzt Weißt du, auch was ich noch meine? kommt, Ich hole sie boah, rein. Bruder, Aber das am Ende des Gebiet, Tages, zu Bruder. welchem Ergebnis wir kommen, hol sie rein. Sie wird sagen, Red, du hast mich meine Schulter massiert. Ich sage, Carina, sorry, ich kenne dich gar nicht. Picobella, was meinst Ich du? kenne dich nicht. Aber du Die kennst sie ja schon, einzigen, aber du kennst sie ja oh, schon. nein, 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 nein. Die einzigen Mädels, an die ich mich an der Gangtour erinnern kann, sind Paola, weil ich mit ihr ganz cool war. Dagi B. Na, mit Dagi B war meistens mit Eugen und so. Ich habe jetzt vielleicht drei Wörter mit ihr ausgewechselt. Mit Der Paola Unge, war ich der mega cool, auch Fitner-Boy, mit ihrem Walla. Der denkt, ihren Spar war Mann, easy weißt upload, du, der auch mein Walla. Musikvideo gedreht hat, auch Uploadland, übelst korrekter Walla. Boy. Na, mit Free Red, Digga, Walla Miller, Free Melina, Red, weil Digga. ich feiere sie übelst. Ich finde die übelst korrekt, weißt du? Ich finde die übelst korrekt. Mit der war ich auch voll cool. Das waren die einzigen, mit denen ich zu tun hatte. Mit Carina habe ich mal ein Wort gewechselt. Nicht mal ein Julie! Wort. 4K, Ich kann mich nicht mal Dankeschön an für diese Person deine erinnern. Prime. Ey, ich war auch nicht drunk, weil ich habe noch nie getrunken, Okay, weißt diese du? Kommentare Nach passen, ihr müsst dieser nicht mehr weitermachen. Schminkgeschichte, ne? Bin ich sofort zu meinen Jungs gegangen. Ich habe mit Carina nicht mal ein Wort gewechselt. Schau mal, Leute, ab! Verstehst du? Ja, Hier, pump es ist halt, diesen was ist Like eine hoch, Digga. Kacksituation? Free Ist eine Red, Digga. Kacksituation. Es ist Also. eine absolut Kacksituation. Weißt du warum? Weil eine Hälfte mir glaubt und die andere Hälfte nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach eine Scheißsituation. Es ist eine Ja, die abgefuckte Thermuschen muss Scheißsituation. mal Ich habe jetzt mal reinkommen. Mimi und Carina angeschrieben. Ja. Weiß jetzt nicht, wer jetzt am Handy ist. Und wann die sich melden, ich sag dir sofort Bescheid. Aber. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem zu reden. Mit Mimi habe ich mich eigentlich immer super verstanden, hart auf hart. Ich habe den ganzen Tag mit ihm verbracht. Wenn jetzt noch diese Frau Ich hab, also reinkommt, ich sag dir, was ich Walla, erwartet das wird habe. Ich krass. sag dir kurz, was ich erwartet habe. Vor Ich direkt habe nächste erwartet, Upload, Walla. du wirst jetzt. Ich habe erwartet, was ich erwartet habe, ist, ich habe erwartet, dass du jetzt sagen wirst, yo, das mit Carina stimmt. Und es tut mir mega leid, das war scheiße von mir. Weil es ja so eindeutig ist, dass Carina mit dir in einem Raum war, dass Carina ihren Freund angeschrieben hat, dass das keinen Grund gibt, da irgendwelche Lügen zu erzählen, um eben die Glaubwürdigkeit für die Silvi-Geschichte noch weiter runterzudrücken, weil Mit Willen, mit noch hättest du einem jetzt verschenkten gesagt, yo, das Zopf. mit Carina stimmt, das tut mir auch Bruder, mega leid, mit bla Willen, du bla, bist aber mit Silvi Ehrenmann. stimmt nicht, dann wäre es ja zumindest, weiß ich Hätte ich meine, auch kein Problem, so, hätte ich auch kein nee, Problem so damit hätte gemacht, ich, wenn es so gewesen wäre. weil ich kann, ich habe wirklich, also für mich ist die Aussage von Carina, dass es eine Lüge sein soll, komplett, unvorstellbar. Aber Warum letztendlich, aber, was Unge, letztendlich warum? bin ich auch kein Richter. Ich möchte auch hier keine, ich möchte jetzt auch nicht Der groß ist schon so ein verurteilen oder bisschen auf irgendwas. diese Letztendlich habe ich Mädchenseite, nur ja? gedacht, das Gespräch jetzt wäre zumindest gut zu wissen, was du Oder jetzt er der Sache macht sagst. Und ich bin schon froh. diese Taktik Ich bin mit, komplett er will froh, mich irgendwas nicht in die dazu sagen. Länge Ich sag dir, ziehen, was dazu weißt sagen. du? Ich habe das auch meinen Jungs davor gesagt. Ne? Wie gesagt, ich bin Moslem, ich bin vom Islam überzeugt. Ich bin sogar konvertiert. Ne? Ich bin nicht mal als Moslem geboren oder aufgewachsen. Ich, Okay, meine Eltern sind krass. sehr westlich aufgewachsen. Ich bin so konvertiert. Sehr überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass es am Ende des Tages ein Tag, also es gibt einen Tag der Abrechnung. Und ich kann nur sagen, hier ist es nur Aussage gegen Aussage, ne? Aber da wird die Wahrheit aufgedeckt. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Verstehst du aus meiner Sicht? Ja, ich verstehe es. Ich kann nichts machen. Also Ich kann nichts machen. Carina hat gesagt, die würde dazu stoßen. Mimi hat sich bis jetzt noch nicht Okay, diese noch nicht Frau kommt gemeldet. dazu.
Ja, dann kannst du sie nachholen. Ja, ich muss sie in Discord auch ändern. Ich habe sie noch nicht in Discord. Alter, lass doch deinen Gott da raus. Ja, guck mal, das Ding ist, es ist halt meine Lebensordnung. Ja, genau. Wie soll ich das denn raushalten? Wie soll ich das denn raushalten? Guck mal, hier hinten ist ein Gebetsteppich. So, das ist alles mit meinem Leben verbunden. Verstehst du? Wie kann ich meinen Lebenssinn aus dieser Sache raushalten? Das betrifft doch alle meine Entscheidungen. So, das ist halt auch ein bisschen Bruder, komisch. Bruder, das wird jetzt, ne? Also, so hart. Ich muss komisch Popcorn holen, Walla. Ja, ich verstehe es. Also, keine Ahnung. Ich würde einfach gerne nochmal Carina dazu hören. Und letztendlich ist das dann, ja, es ist, es geht einfach letztendlich, wenn etwas in einem Raum passiert, wo keine Überwachungskamera ist, wo keine Zeugen dabei sind, letztendlich ist mal Aussage gegen Aussage. Ey Bro, wenn es eine Aufnahme gibt, wenn Carina eine Handyaufnahme hat oder wenn jemand da irgendwie nebenbei was geguckt hat, eine Videoaufnahme, irgendwas gibt, vielleicht kann Mimi das erforschen, er ist auch der übelste Erforscher, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwas sowas, ne? Ich lösche alle meine Kanäle, ich höre auf mit YouTube. Ich werde nie wieder bei YouTube irgendwie ein Video droppen. Weißt du, so felsenfest bin ich überzeugt. Okay. So felsenfest bin ich überzeugt. Ich will mal ganz kurz die Carina enden. Ich werde mal ganz kurz die Carina enden. Ja, mach das. Okay, die kommt, Walla, die kommt. Der Abo hat keinen Bock jetzt, Walla. Weil er weiß genau, er muss sich jetzt richtig rechtfertigen für eine Sache, die er nicht gemacht hat. Er ist auch nervös, er zupft sich die ganze Zeit am Bart. Und mit Willen ist der Gigo der Gigos, Digga. Mit Willen, ich küsse dein Herz. Ich finde es auf jeden Fall krass. Also ich bin noch ein auf jeden Fall dankbar, Walla, du bist deine Meinung dazu zu hören. Es riecht nach VIP. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, ne? Ja. Sag dir ich ehrlich, wie viel hast du jetzt? Wenn ich einen Fehler mache, ne? Ich habe nie ein Problem damit, es zuzugeben. Okay, ne? Du bist noch nicht in das Top 10. Das Video habe ich ja selbstständig gelöscht, ne? Damals Bombenprank. Bro, ich habe das nach 20 Minuten gelöscht. Nach 20 Minuten. Ja gut, aber da war auch ein heftiger Backslash. Glamour, danke für deinen Zap. Nein, der Backslash, ich schwöre bei Gott, der kam gar nicht. Ey, Unge, nicht, dass du was falsch verstehst, ne? Das Video kam ja irgendwie 2016, ne? Das Video hatte sogar 90% positive Bewertung, ne? Mhm. Ich habe das Video mit 90% positive Bewertung gelöscht. Und dann, erst Tage danach, kamen dann die ganzen Videos, bla bla. Und dann kam ein Tag danach dieser komische Vorfall, was auch immer. Wann war das? Endlich, ein Tag danach, was auch immer. Nee, aber es gab ja auch davor schon mal. Es kam ein Tag danach, wo Herr Newstime dann gesagt hat, was war ein Tag davor, hat er sich falsch, komplett da falsch ausgedrückt, ne? Okay. Klar, davor, vielleicht Monate davor kam vielleicht irgendwas. Aber ich habe das ja direkt eingesehen. Und natürlich sowas derartiges in der Art natürlich nie wieder rausgedroppt, ne? Und ich sag ja, Entschuldigung und Danke zeigst du ja nicht verlängern durch Worte, sondern durch Taten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du dich entschuldigst, das ist nicht eine Sache der Worte, sondern eine Sache der Taten, weißt du? Als ob ich jetzt so dumm bin, ich habe selber erkannt, ich habe einen Fehler gemacht, weißt du? Habe ich sowas ähnlich gemacht? Nein. Das Schlimmste, was war vielleicht diese 24-Stunden-Geschichten, weißt du? Aber das war als harte Fahrt jetzt. Ja, es war in eurer Ansicht eher Unterhaltung. Das war eher Unterhaltung und das war sogar lustigerweise die erfolgreichste YouTube-Serie aus Deutschland. So, und jetzt zu der anderen Geschichte, was wollte ich gerade sagen? Glamour mit 5 verschenkten Subs, Digga! Du meinst ja, wo hast du Leon kritisiert? Walla, ich küsse dein Herz! Ein Herz für Glamour in dem Chat, Digga! Ich habe ihn privat kritisiert. Ich meinte, ey, Digga, ich bin ehrlich. Diese Videos mache ich nicht mehr mit. Weißt du, was meine? Was sagst ich du dazu, selber diese Videos gemacht, wie zum Oder Beispiel, ich habe gerade meine Meinung zusammen, schon dazu gesagt, keine oder? Ahnung, als Beispiel so. Ich stehe auf Abos so. Seite, ja, weil ich denke, er ist nicht der Typ dafür. Ganz klare Sache. Ja. Ich sag das auch offen. Aber kurz, stopp. Ich denke, er ist nicht der Typ dafür. Apo ist nicht der Typ, der sowas macht. Es kommt mir spanisch vor. Ich denke nicht, dass Apo so ein typischer Anmacher ist, der so Ding. Er sagt zwar, er ist bis 21 Jungfrau gewesen, Bruder, für mich scheint es so, als ob er immer noch mit dieser Metallunterhose aufwacht. Mit Willen noch einen verschenkten Sub. Jungs, ich küsse eure Herzen heute, Walla. Ihr seid auf Gönjamin-Laune. Ich weiß das. Voll offen in Streams gesagt. Ich bin da voll offen. Mitten im Monat. Ich bin gar nicht der Lügner, der dann sagt, hä, das stimmt doch gar nicht. Das war wirklich so. Das weißt du, was ich meine? Bulgarisch die 24 Stunden, das waren echt, ja. Das ist ja nochmal ein anderer Unterschied, ob jemand so tut, als ob er Chili in Sandwich tut oder ob jemand eine Frau belästigt. Richtig. Das ist ja ein riesen Unterschied. Na klar, richtig. Ich würde auch zugeben, wenn jetzt irgendwelche Pranks von mir gefaked werden. Also an alle nochmal, die jetzt hier neu dazugekommen sind. ApoRed wird vorgeworfen, eine YouTuberin sexuell belästigt zu haben. Die YouTuberin wird jetzt hier dazukommen und wird auch ihre Meinung dazu sagen. Dann wird es ein Gespräch zwischen Unge, ApoRed, dieser YouTuberin und ich bin der Kommentator hier, okay? Wir gucken uns das jetzt an. Ich denke, ich habe mir das alles objektiv angehört. Mir kommt ApoRed seine Story schon real rüber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat. Ich will es auch nicht ausschließen. Aber ich stelle mich schon so zu 90% auf ApoRed seine Seite.
aber das ist natürlich eine Anschuldigung, dass es... Das riecht nach Content. Aber selbst diesbezüglich, Julie, hätte ich kein Problem damit, eine gute Nase zuzugeben und zu sagen, ey, was scheiße. Weil guck mal, ich hätte doch rein theoretisch sagen AK, können, ich weiß nicht, wie man den Stream runterbraucht. Junge, das war 2016. 2016 war ich ein ganz anderer mit Mensch. Ich will noch ein Verschenkter Sub, Digga. Ich habe mich angefasst, habe, tut mir leid und so. Hätte ich ja sagen können, harte Fahrt. Aber du bist ganz 100% sicher. Aber ich bin 1 Million% sicher, verstehst du? Mhm, 1 Million, weil ich habe kein Problem damit, Fehler zuzugeben, weil ich finde, das gehört zum Charakter dazu. Okay, okay. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Der Charakter besteht am Ende des Tages aus allen deinen Taten, weißt du? Und du lernst dazu, du machst Fehler und du musst diese Fehler zugestehen, etc. Aber in dem Fall... Oder ich warte nur, bis also diese eine Fall, da reinkommt. Also, es ist einfach eine Lüge und ich bezichtige Carina, tut mir leid, ist nicht böse gemeint, Carina, ich bezichtige dich einfach der Lüge. 2016, als du das da deinem Freund das geschrieben hast und heute, wo du das wieder aufgefrischt hast. Ich bezichtige dich sogar zweimal der Lüge. Okay. Es ist auch nicht böse gemeint. Es ist deine Aussage. Ja klar, ich verstehe, es ist deine Aussage. Wir holen einfach Carina mal dazu, wenn es dir passt. Dann würde ich sie jetzt einfach mal... Ich stelle jetzt einen Gruppenchat. Ich glaube, wir müssen nochmal auf den. Okay, alle sind gehen! So. So, bin am Start. Wer ist diese Carina eigentlich? Auf den Call. So, da ist. Kennt ihr jemanden? Drin. Hallo? Hallihallo, das ist der. Das ist der Tom. Nee, ich sehe noch gar nichts. Hallihallo. Muss man darauf gucken? Es geht los. Jetzt Übertragung. So, ja. Wow, es klappt, sorry. Wollen wir auch noch ein Video an? Ja. Hoffentlich funktioniert alles. Wir sind nämlich gerade im Auto, weil wir eigentlich bei Bekannten. Der, die ist das. Kleinen Geburtstagsfeier sind und jetzt hier extra rausgegangen sind. Mhm. Aber wenn es hier jetzt gerade um so ein wichtiges Thema geht, dann schalten wir uns doch gerne mal kurz ein, wenn es hilft, wenn es was bringt. Genau, ich habe es jetzt gerade nur so halt mitgekriegt. Tom hat die ganze Zeit hier zugehört. Ich war halt, wie gesagt, gerade bei Bekannten. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Chat, ich will jetzt hier nicht herabreden, so also ekelhaft reden. Upper Red soll sie belästigt haben. Ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen rausgehört habe, was Apo Red sagt, dass er Sachen sehr schnell zugeben würde, wenn das so wäre. Richtig, so, du hast, richtig. Du, ja, genau. So, du hast aber in dem Video schon Silvi total respektlos behandelt, so in dem ersten Video, was du hochgeladen hast, was du dann gelöscht hast. Richtig. Und gesagt hast, ja, sie ist eine dreckige sonst... was, ne? Und du kannst nicht... Nee, ich habe nur dreckige gesagt. Ich habe nur dreckige und hässliche gesagt und das ist bei mir, oh, mein Sprachgebrauch, keine Beleidigung. Nee, mein Sprachgebrauch, das ist schwieriges Thema. Nein, Carina, stopp. Schwieriges nee. Thema. Ich würde sagen... Hallo, darf ich was sagen? Du darfst sagen, danach ich. Okay, easy. Ja, genau. Ich möchte jetzt einmal kurz was sagen, okay? Easy. So, pass auf, es ist nicht okay, das zu relativieren und zu sagen, ja, ich bin halt so, das ist halt meine Art, ich bin halt ein Arschloch. Was ist das bitte? Hallo? Du kannst doch nicht Frauen hässlich nennen und so respektlos sein. Carina, ja, und dann was sagen? Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Und dann sagen, ja, das ist ja meine Art so. Das ist ja meine Art. Ey, wann ist es bitte cool geworden, ein Arsch zu sein? Was du meinst? Den lässt sich nicht ausreden. Ich bin noch nicht fertig. Es ist komplett respektlos und albern, dich recht zu fertigen. Period. Ich bin halt so, das ist mein Sprachgebrauch. Period, Digga. Wo sind wir denn hier? Nein, Mann, das geht so nicht. Du hast okay, Frauen nicht so respektlos zu behandeln. So, und das hast du gemacht. Und wenn du meinst, das wäre nicht der Fall gewesen, boah, so, wie die dann übertreibt, Bruder. Muss ich echt an deinem IQ zweifeln. Wenn du jetzt sagst, ich behandle Frauen respektlos, du hast es bewiesen, dass es nicht der Fall ist. Warum? So. Und es wäre schön, wenn du einfach mal die Eier hättest und ihr sagen würdest, ey, es tut mir leid. So, warum machst du das nicht? Warum fängst du immer wieder an, dich neu in irgendwelche Sachen reinzureden und, oh ja, ich bin halt so, ja, ey, guck mal, die weiß gar nicht mehr, was ich anhatte. Ey, ich hätte auch nicht mehr sagen können, was du anhattest. Ich saß trotzdem mit dir in diesem Raum. Ja, das ist kompletter Blödsinn. Du benimmst dich hier wie der letzte Affe. Merkst du das eigentlich? Merkst du das, dass du die ganze Zeit nur schwurbelst und Blödsinn redest? So behandelt man Frauen nicht. Hast du das verstanden? Kommt das bei dir an? Also ich finde erstmal deine Art und Weise, wie du mit mir redest, sehr respektlos. Also da musst du schon sagen, musst du auch ein bisschen vorsichtiger sein. Nächste Sache ist, guck mal, warum hab ich das Video gelöscht? Guck mal, ich sag dir, Carina, ich war sehr wütend, ne? Weil mir wurde ja eine, also es, mir als wurde ja was YouTuber Heftiges... Lass ihn auch ausreden, Junge! Ich hab dich doch aussprechen lassen. Warum darf ich jetzt nicht aussprechen? Warum darf ich jetzt nicht aussprechen? Guck mal, ich habe das Video rausgenommen, weil ich habe ja selber... Muncho! Danke für dein Prime! Ich war schon ein bisschen lauter und das passt auch zu meiner Art gar nicht, ne? Aber ich war in dem Moment wirklich sehr wütend, ne? Weil mir, ich
ich wurde, mir wurde was Hartes unterstellt, und zwar eine Frau zu belästigen. Und da wird jeder Mann wird in seiner Ehre, in seiner Würde da sehr gekränkt sein und wird auch sehr wütend, weil es auch einfach nicht gestimmt hat, okay? Ich sage, es hat ja nicht gestimmt, ne? Ich habe meine Indizien dafür, es gibt keine Beweise dafür. Und ich habe auch gesagt, ich bin auch sehr wütend über die gesamte Situation, weißt du? Und natürlich bin ich sehr aufgebracht, sehr wütend, ne? Ich habe nicht gesagt, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn ich sage, du Hässlige, du Dreckige. Deswegen habe ich das Video doch gelöscht. Verstehst du? Baba! Ja, es ist mein Sprachgebrauch. Ich sag's meinen Kollegen, du Dreckiger, was machst du, du Dreckiger, du hässlicher Junge, das weißt du? Das sagst du nicht zu einer Frau, ja, doch, die ja. vorwärts... Lass ihn ausreden! Guck mal, Carina. Ich hasse diese Person, ich hasse diese Frau, weil sie mir was Heftiges vorgeworfen hat. Ich hasse sie abgrundtief und ich war so wütend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und ich finde, klar, es war übertrieben, ich hätte einfach gechillt bleiben müssen, wie ich es eigentlich immer bin. Habe ich aber nicht getan, deswegen habe ich das Video sofort gelöscht und direkt das aktuelle Video da hochgeladen, was eigentlich so eher zu meiner Art passt, okay? Selbstreflexion, bla bla bla, blieb. Ich habe das Ding sofort gelöscht, unabhängig von den Bewertungen. Einfach direkt weg. Ich habe selber gemerkt, ey, war uncool, ne? Aber jetzt, dass du auch so laut wirst, jetzt gerade wie eben gerade, da sprichst du auch gerade auch nicht gerade, da sprichst du dich gerade so ein bisschen auch selbst an. Wir können auch locker bleiben, alles cool, weißt du, du musst jetzt auch nicht lauter werden. Guck mal, ich habe kein Problem, Fehler zuzugeben. Ich habe auch gerade gesagt, alles cool. Dann mach das doch mal. Auch wenn sie mich jetzt heftig, auch wenn sie mich heftig beleidigt hat, auch wenn sie mir eine heftige Sache unterstellt hat, auch Mimi. Ja, aber hört dich mal dich. Mach das mal einmal. Moin. Guck mal, auch wenn Mimi mich... Hört ihr mich? Sag mal Bescheid, wenn ihr mich hört. Das Handy verbindet immer mit dem Auto. Was so, meint ihr, Chat? Voila, was ja. meint okay. ihr? Also, guck mal. Auch wenn Mimi eine heftige Unterstellung in den Raum geworfen hat, ohne Proof, was eigentlich rechtmäßig nicht in Ordnung ist, ne? Auch wenn Carina eine Lügenstory meines Erachtens erzählt hat, ne? Mhm. Es stimmt, ich hätte nicht so ausrasten dürfen. Ich hätte auch das gar nicht sagen dürfen. Und du hast auch recht, 100%. Du hast auch recht. Guck mal, sie ist nicht meine Freundin, du hast recht. Unter meinen Freunden, ich kann sagen, du Dreckige, du Hässlicher, was auch immer. Ich kenne sie nicht. Ich schwöre bei Gott, ich war einfach emotional. Und ich bin ehrlich, ich brauchte erstmal ein paar Stunden, um erstmal runterzukommen. Und ich bin auch so ein Mensch, ich bin eigentlich selten emotional. Frag einen Monte. Monte hat mich beschrieben als ein Mensch, der eigentlich über jede Sache es lacht. Es geht jetzt nicht um Monte. Nee, ich hab doch, du verstehst ja den Kontext nicht. Ich meinte, ja, Monte ist ein. Lass mich doch bitte aussprechen. Ich will ihn nicht meine Seite sehen. Ich meinte nur, einer, der mich kennt, wie zum Beispiel ein Monte oder ein Stil oder tausend andere YouTuber, die wissen ja, ich bin ein Mensch, ich bin eigentlich voll der lustige Typ, ich lache eigentlich über alles, ich bin voll der zurückhaltende Typ. In dem Moment, ich war sehr emotional, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Ich kenne auch viele YouTuber, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind ja alles keine Argumente. Die ganze Zeit in seinem Wort rein. Genau, du schwurbelst letzten Endes ja gerade die ganze Zeit nur rum. Wir haben das Thema jetzt abgehakt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du den Stream von mir und Unge dir reinziehen, wo wir geredet haben, dann werden die wahrscheinlich, brauchst du gar nicht viele Fragen stellen. Auf jeden Fall jetzt zu der neuen Geschichte. Und schon, ganz kurz nochmal rein, bevor wir zur neuen Geschichte kommen. Findest du denn, du warst gestern respektlos im Video? Hab ich ja gesagt, deswegen habe ich es auch gelöscht. Ja, hast du dich entschuldigt bis jetzt einmal? Ich kann mich jetzt ganz entspannt, guck mal, obwohl... Nein, Silvi hast du Carlson, nicht. Komm, lass mich bitte aussprechen. Silvi Carlson, obwohl du so eine heftige Lügenstory mich erzählt hast, ne? Ich entschuldige mich trotzdem, weil man muss ja trotzdem sein Niveau behalten, ne? Mhm. Egal. Selbst wenn jemand mich beleidigt, ist es nicht mal, ich habe nicht trotzdem das Recht, ihn zurückzubeleidigen. Mhm. Ne? Was ist denn mit meiner Story? Ja, da kommen wir jetzt. Dazu kommen wir jetzt. Aber lass mal ganz kurz nochmal sagen. Also, entschuldige dich dafür, dass du gestern respektlos warst. Jungs, benimmt euch im Chat, also, du bist auch der Meinung, dass du respektlos warst. Sonst muss ich Submode reinhauen. Okay, und das war der Grund, warum Carina ja gerade sauer war. Warum sie auch emotional direkt in den Chat reingekommen ist. Feuer bekämpft werden. Naja, das stimmt, natürlich. Klar, aber Emotionen kochen hoch, das kennst du ja selber. Und Carina war jetzt einfach nur sauer, dass du Silvi, die dir vorwirft, dass du sie sexuell belästigt hast, dann auch noch so entgegenbringst, du Dreckige, du Hässliche, ich würde dich mit der Kneifzange anfassen. Ne? Also okay, ne, nur, dass das mal klargestellt ist. Okay, kommen wir zu eurer Story? Ja, was sagst du denn dazu? Also, guck mal, Carina, als ich das bei Unge im Stream gesehen habe, ich habe einen absoluten Schock bekommen. Ich rede heute das allererste Mal mit dir. Ich habe dich zwar gesehen auf der Gangtour, du hast die Leute beschminkt, ne? Du hast die Abonnenten komplett blau beschminkt, auf Mystique angelehnt, ne? Mhm. Marvel, ne? Mhm. Ich war in dem Raum, weil die Abonnenten mich sehen wollten. Nur deswegen, weil ich, wenn ein Abonnent ein Foto mit mir machen will oder mich sehen will, ich bin kein respektloser Typ, der sagt, ey, nee. Warum warst du danach noch da? Ich war danach nicht da.
Ich war danach nicht da. Ich bin danach rüber zu meinen Jungs gegangen. Die Jungs können das auch bezeugen. Meine Jungs können das alle bezeugen. Natürlich danach bist du danach gekleidet. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns jetzt 5 Stunden in dem Raum noch zusammen aufgehalten. Nein, ich bin sofort weggegangen, Carina. Ich bin sofort weg. Ich kenne dich gar nicht. Guck mal, ich kenne dich doch gar nicht. Warum soll ich mit dir abhängen? Ist nicht böse gemeint. Ich kenne dich gar nicht. Alter, Carina, guck mal. Es ist unfassbar. Es ist so unfassbar. Ja, es ist auch unfassbar. Es ist auch unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, wie man so einem Bullshit erzählen kann. Das gleiche kann ich über dich erzählen. Aber warum soll ich das tun? Ich rede jetzt gerade. Meinst du, ich habe Bock, irgendwie jetzt gerade meinen Abend damit zu verbringen, hier so mir Geschwurbel anzuhören? Ja? Ich kann dir sagen, warum. Ich hätte auch 2016 schon ein Video darüber machen können. Habe ich aber nicht getan, weil ich es für albern gehalten habe und dachte mir, ja, genau. Und dann stehe ich als Dumme da, die Scheiße erzählt. Nee, ich mache darüber kein Video. Und mir haben viele YouTuber gesagt, ey, mach daraus ein Video, das wird geklickt, das muss an die Öffentlichkeit. Und ich habe gesagt so, boah, komm. So, ich habe das an dem Tag, geklickt, das passiert, das habe ich mehreren Leuten das per WhatsApp geschrieben. Das habe ich auch noch in den Verläufen gefunden. Warum sollte ich mir 2016 so einen Blödsinn ausdenken? So, was hätte ich dann davon? Ich habe es nicht öffentlich gemacht. Warum soll Libby das machen? Ich erkläre dir, warum, Carina. Ich erkläre dir, warum du die Story gemacht hast. Ganz einfach. Ja, erklär mir das. Man merkt einfach, wie krank du mich hasst. Man hat das schon gemerkt. Nein, Carina, lass mich doch bitte aussprechen. Man hat doch schon gemerkt, wie du gerade mich angesprochen hast. Hallo. Nein, Carina. Quatsch, Carina. Lass mich doch bitte aussprechen. Man hat doch schon eine Art und Weise, wie du gerade anfangs mit mir geredet hast, gemerkt, wie du zu mir gesinnt bist. Tom, lass mich bitte aussprechen. Du wurdest auch laut, du warst auch sehr emotional. Unge hat sogar bestätigt, dass du auch sehr hitzig. Wisst ihr, was hier fehlt? Walla, Hopsch. Hopsch fehlt hier, Walla. Hopsch, Arfa, Pump Monkey, Walla. Das wäre geil. Wenn ich so einen Hass gegen dich hätte, hätte ich das auch 2016 schon machen können. Ja. Nee, der Hass kam ja gestern. Der Hass kam ja erst gestern. Ich habe doch eben auch gesagt, du bist, Carina ist wütend reingekommen, weil sie dein Verhalten gestern gegenüber Silvi absolut unrechtmäßig fand. Deswegen hat sie auch die Story rausgehauen. Das ist doch ein Motiv. Warte mal. Wir sollten es auf jeden Fall ausreden lassen. Sie hasst dich doch nicht einfach, sondern sie fand einfach deine Art respektlos. Ich glaube, du bist ihr eigentlich relativ egal, weil sie hat mit richtig. Und ja, richtig, und ich habe ja nur gesagt, deswegen egal. Hast du die Story rausgehauen. Ich habe nicht gesagt, dass du mich magst oder so. Und deswegen, doch, Missgunst. Missgunst ist ein Grund, Neid, ich weiß nicht, viele andere Sachen. Ne? Weil durch diesen Hass kommen ja solche unlogischen, irrationalen Moves wie deine Story. Weil du mich ja so abgrundtief hast, wie man gerade gehört hat. Mach mal jetzt meine Kamera hier. Hat die 2016 schon geplant? Das bin ich auch dabei. Hat die 2016 geplant? Tom, ich sag dir eine Sache. Stimmt doch gar nicht. Silvi hat auch 2016 eine Lügenstory erzählt. Hätte sie jetzt ihre Freundin geschrieben. Ey, Tom, das soll ich aussprechen. Hätte Silvi jetzt gesagt, ihre Freundin geschrieben. Ey, Creator Code AVK Silvi. Ist ein Beweis, Tom? Creator Code AVK Silvi. Ist ein Beweis, wenn Silvi jetzt sagt. Ja, Delarue 2, komm, kauf mir ein Album. Das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis, Digga. Lass mich auch mal kurz was sagen. Am Ende wird es niemals einen Beweis für irgendwas geben. Ne? Richtig. Weil es gibt keine Aufnahmen davon, keine Videoaufnahmen. Und weiß man nicht, vielleicht gibt es welche. Genau, lass mich kurz ausreden. Das ist bei sexueller Belästigung immer so. Weil niemand wird sexuell belästigt und denkt sich dann, ja nice, hole ich erstmal mein Handy raus und filme das Ganze. Ne? Und Überwachungskameras gibt es auch nicht an jeder Ecke. Das ist selbstverständlich, das ist ein großes Problem. So. Ich hoffe, es gibt eine Überwachungskamera. Ich hoffe es. Ja, pass auf, okay. Ist ja auch egal, was du jetzt gerade denkst. Du weißt genau, was du gemacht hast und wir wissen genau, was du gemacht hast. Okay, du weißt gar nichts, Tom. Weil du warst irgendwo ganz woanders. Ja, aber Carina du weißt ganz woanders. Carina ja, du weißt aber gar nichts, Tom. Verzeih mir. Du weißt gar nichts. Ich rede jetzt auch gerade mit dir. Richtig. Tom, lass mich jetzt bitte ausreden. Carina weiß, was du gemacht hast. Du weißt, was du gemacht hast. Ich habe nichts gemacht, weil Carina die Lügen so erzählt. Ja, Tom, bist du Julian Bam? Wie du dich hinstellen kannst in die Öffentlichkeit und behaupten kannst, dass Carina lügt, obwohl du weißt, dass sie nicht lügt.
Das geht nicht in meinen Kopf rein. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Tom? Willst du mich verarschen? Ich rede hier mit dem. Das macht ja auch keinen Sinn. Tom, guck mal, da darf ich nur eine Sache sagen. Guck mal, ich kann nur bei meinem Gott schwören. Bei meinem Gott kann ich nicht schwören. Ich habe überhaupt keine Aussagekraft. Ja, aber guck mal, hat Ihre Sache auch eine Aussagekraft? Also, ich finde, Ihre Aussage hat ja genauso wenig Aussagekraft. Verstehst du, was ich meine? Ja, Bruder. Verstehst du? Genau, erzähl die Story. Und wie kannst du dir das Recht nehmen, Tom? Wie kannst du das Recht nehmen und sagen, dass. Wie kannst du das Recht nehmen, zu sagen, dass Karina die Wahrheit sagt? Wie kannst du das Recht nehmen, zu mir sagen, ja, du weißt doch, dass es so war. Wie ich hab das nur zu dir gesagt. Ich hab das ja, aber warum hast du diese komischen Wortspiele mit mir? Warum hast du diese Wortspiele mit mir? Walla, einfach, Bruder, Brief, Walla. Es wird in der Öffentlichkeit nie einen Beweis geben, ja? Richtig. Habt ihr davon, okay. Richtig. Habt ihr euch davor schon Gedanken darüber gemacht? Ist meine Frage. Ich hab das zu dir als Mann gesagt. Boah, Mann. Zu dir als Mann. Du weißt, dass du lügst. Du weißt, Tom, dass nein, du kämpfen. Nein, ich sage nein das zu dir, auch, Mann. Nein. Wie kannst du dir diese Frechheit, wie kannst du diese Frechheit erlauben, sowas zu sagen? Wie kannst du sowas, wie kannst du so frech sein? Mit Willen, danke für dein Geschenk. Den 10. heute, oder? Nee, den 9. Ich glaube nicht mal, dass du selber von dir denkst, dass du lügst. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz, ganz großen Problem. Karina, nein. Ich glaube ja andersrum. Du verstehst es noch nicht mal, wenn du Frauen sexuell belästigst. Das stimmt gar nicht. Es ist dir nicht bewusst und das ist ein großes Problem. Das habe ich aber auch in meiner Story gesagt, dass ich nicht denke, dass du jemand bist. Nein, stimmt nicht. Ich hasse dich nicht. So, ich glaube nicht, dass du jemand bist, der denkt so, yo, jetzt gehe ich mal wieder ein paar Frauen belästigen, sondern es passiert einfach, weil es dir nicht so bewusst ist. Das stimmt gar nicht. Das ist deine Theorie, aber stimmt nicht. Es stimmt einfach gar nicht. Tut mir leid, das ist deine Theorie, aber es stimmt nicht, weil ich einfach nicht der Mensch bin, der fremde Frauen an der Schulter anfasst. Ich mache mich doch damit strafbar. Ja, als ob ich als eine der öffentlich bekanntesten Personen im deutschsprachigen Raum ein Risiko aufnehme, Carina, als ob ich mir so ein Risiko aufnehme, ne, als einer der bekanntesten Personen im deutschsprachigen Raum, dir an die Schulter zu fassen, ohne deine Erlaubnis. Weißt du, warum? Carina, was du mir gerade vorwirfst, ist hart. Was du mir gerade vorwirfst, ist hart. Weil ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 10.000 oder 20.000 Abonnenten auf. Das hat nichts mit Abonnenten zu tun. Das hat mich vielleicht auch gar nicht bewusst. Und ich will nicht wissen, bei wie vielen Frauen du das gemacht hast, die nicht irgendwie ansatzweise in der Öffentlichkeit stehen. So. Und ich hoffe einfach, dass du kannst ja eine Theorie rausfahren. Lass mal kurz die Carina ausreden. Dass sich viele Frauen äußern zu dem, was du vielleicht noch mehreren angetan hast. Ja, habe ich auch gesagt. Genau deswegen habe ich mich auch nur gemeldet, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss dir jetzt sowas sagen, weil mir ist so eine Situation mit dir auch passiert. Und nur deswegen habe ich es gesagt, weil Silvi und ich, wir sind zwei Frauen, die sich nicht kennen, zwei Frauen, die unabhängig voneinander Sachen mit dir erlebt haben, die nicht okay waren, die überhaupt nicht okay waren. Und ich habe das im Mai 2016 mit dir erlebt. Das war noch bevor Silvi ihr Video gemacht hat, noch bevor der Webvideopreis überhaupt war. Und da habe ich schon WhatsApp-Verläufe darüber gemacht, darüber geredet, dass du mich hier sexuell belästigt hast. Ja. Das glaube ich nicht. Nein. Das frage ich mich auch, Carina. Aber was sagst du denn dazu? So eine scheiß Aktion machst. Ja. Ich verschäm dich. Schäm dich. Boah, was da rein. Und genau da sind wir beim ganz großen Problem. Frauen wurden belästigt und dafür sollen sie nein, auch Frauen wurden nicht belästigt. Frauen wurden nicht belästigt. Carina, es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise. Ich hab Unge gesagt, wenn es Beweise gibt, Aufnahmen etc. Ich bin so felsenfest überzeugt, ich lösche alle meine YouTube-Kanäle und höre komplett mit YouTube auf. So felsenfest bin ich überzeugt. Nein. Denen ich das an dem Tag auch erzählt habe. Aber Upred wird doch vorgeworfen, dass er angeblich besoffen war. Das macht ihr aber trotzdem nicht wahr. Vielleicht war Carina besoffen. Das macht ihr nicht wahr. Oder beziehungsweise war Carina besoffen. Ich weiß, vielleicht magst du mich, vielleicht hast du es bei 2016 nicht einfach gemocht. Vielleicht warst du einer von den Leuten. Ey, Carina, vielleicht warst du einer von denen, die meine Videos gedrückt haben. Ich weiß es doch gar nicht. Einmal Beef in den Chat. Ich weiß es nicht, das musst du mir doch sagen. Sag mir. Kanal habe, ja, weil ich Bodypainting-Kunst mache, Leute inspirieren möchte und ich dachte mir, auf gar keinen Fall mache ich ein Video, weil sonst kommen nämlich deine Fans und beschmutzen meinen Kanal mit irgendwelchem Hate, so ich wäre eine Lügnerin oder sonstiges oder mir wird vorgeworfen, ich lüge, es ist Clickbait und genau deswegen habe ich es nicht gemacht. Carina, warum hast und du gelogen? Siehst ja sowieso nichts ein. So, du siehst ja gar nichts ein. Beschuldigst Frauen als Lügner, stellst dich als den super tollen Typen dar, der total respektvoll Frauen gegenüber ist. Dabei hast du so oft bewiesen, dass du es nicht bist. Nö. Hast du mal die Videos von Mimi geguckt oder hast du dir mal selber zugehört? Hast du mal Videos von dir geguckt, allein wie du Silvi beleidigt hast? Reflektierst du vielleicht auch mal? Dass das nicht okay ist. Hatten wir das gerade nicht angesprochen, Carina? Ich merke, du magst mich ja absolut nicht. Ich kann dir absolut jede Lüge zustellen. Absolut. Es ist absolut plausibel, okay. Dass du mich aber nicht es magst. Geht gar nicht.
Und dann kannst du natürlich. Aber ey, Chat, wir müssen festhalten, es geht hier gerade nur um eine Schulterberührung, oder wie? Doch, es geht nur um mich. Es geht gerade nur um mich. Kann man das nicht privat klären? Muss man das so. Vor halb Deutschland noch. Okay, warte mal kurz beide. Warte mal kurz beide. Bitte sprechen. Warte mal kurz. Nein, alles entspannt, alles entspannt. Ich finde es ja schön, dass ihr hier die Konversation führt. Nee, lass ohne Subchat, aber so wie die Konversation gerade geführt wird, bringt sie leider genauso viel wie vorher, weil es die eine Seite sagt das, die andere sagt das. Genau. Und das ist das Traurige und das ist ja auch das, was eben Tom und Carina schon gesagt haben. Ich hoffe, Karma kommt. Ja. Ich hoffe, Karma kommt einfach. Warte, lass mich kurz ausreden. Das ist ja auch das Traurige, was... Ich hoffe, Karma kommt. Ich hoffe es. Warte mal kurz. Wie kannst du noch ruhig schlafen mit so einer Lüge, ganz ehrlich, Carina? Okay, okay. Schäm dich. Wie doll also musst du mich hassen, dass du so krass lügst? Richtig. Und das ist das Ding, es ist kein Ding zwischen uns beiden. Das ist, du willst einfach nur nicht als der Typ dastehen, der Frauen belästigt hat. Carina, lass mal umreden. Ich merke, du hast mich absolut. Also lass mal bitte umreden. Ich will eigentlich nichts mehr von dir hören. Okay, also ja, weil du nichts mehr zu sagen hast. Ja, das Problem haben eben Tom und Carina schon angesprochen und jetzt mal nicht auf dich bezogen. Also sondern das Problem an sexueller Belästigung bei Frauen ist ja oft, dass es eben keine Beweise gibt, keine Überwachungskamera, keine Zeugen. Ja, aber das heißt doch nicht, dass er die sexuell belästigt hat. Die andere Partei sagen kann, Ratina, ja, nee, das hatte ich ausgedacht, Dankeschön für deinen Prime Sub. Weil der Mann eventuell ein größeres Einkommen hat, die profitiert davon oder weil die den Ruf zerstören will oder dies und jenes. Das Problem ist, letztendlich gibt es hier Aussage gegen Aussage, genau wie mit der Silvi-Geschichte. Und bei der Silvi-Geschichte sage ich dir ganz ehrlich, ich sage jetzt mal kurz meine abschließende Meinung. Bei der Silvi-Geschichte ganz ehrlich, ich kenne Silvi nicht, ich konnte das Ganze nicht einschätzen. Bei Carina muss ich schon sehr sagen, es würde mich schon sehr stark wundern, wenn Carina so eine Geschichte sich einfach ausdenkt. Ich möchte trotzdem nicht zu nahe treten. Ja, wofür? Aber ich möchte trotzdem nicht zu nahe treten. Ich habe mich schon ausgeschaltet bei mir, weil es gab ganz viele Leute, die geschrieben haben, ja, ich bin für Carina, ich bin für Upred. Und das, darum geht es überhaupt nicht. Ihr sollt nicht für irgendjemanden sein. Es ist Bullshit. Ich habe den Chat ausgeschaltet, Leute, im Stream, weil das ist keine Konversation, die zu einem Ziel führt. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn die beiden nochmal miteinander sprechen, vielleicht macht es dann Klick oder whatever. Klick auf YouTube. Es ist nur einfach irgendwas vorhanden. Das Einzige, was Klick macht, ist YouTube. Meiner Meinung nach. Aber pass mal auf, okay, wenn wir das mal so sehen. So, was soll ich meiner Meinung nach denn einsehen? Darf ich sagen? Darf ich sagen? Guck mal, meine Einschätzung ist, vielleicht hast du mich 2016 nicht gemocht, weil zu der Zeit haben mich wirklich sehr viele nicht gemocht, ne? Und dann kannst du vielleicht deinen Kollegen Tom, ne, deinem Freund Tom, einfach so eine Nachricht geschickt haben, einfach so, keine Ahnung, warum du es gemacht hast, ne? Aber aus Hass. Ich habe auch Sprachnachrichten an YouTuber gemacht. Genau. Aber es ist ja trotzdem alles kein Beweis, weil guck mal, wenn man jemanden hasst, ne? Als Beispiel, ich hasse Unge, ne? Ich hasse dich doch nicht. Nein, guck mal, Carina. Ich sag nur, wenn du mich hassen würdest. Es ist konjunktiv. Carina, es ist ja konjunktiv. Nein, es ist doch alles konjunktiv, ne? Es ist doch alles konjunktiv. Es ist doch alles konjunktiv. Es sind keine Verschwörungstheorien, es ist auch alles konjunktiv. Das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Guck mal, wenn ich jetzt mal in Madeira bin und ich sag dann, ey, ich habe Unge getroffen und ganz ehrlich, der hat mich angespuckt und was soll ich machen? Und ich habe das dann jetzt meinen Kollegen geschickt. Ich habe ABK eine Sprachnachricht geschickt. ABK, Unge, ABK! Was soll ich machen, weißt du? Ist es jetzt ein Beweis, weißt du? Nein, ist es nicht. Hallo, vielleicht mag ich einfach Unge nicht. Vielleicht mag ich einfach Unge nicht. Nein, lass mich doch bitte einmal aussprechen. Ja, darum geht es sowieso nicht. Aber guck mal, ich will nur erklären, vielleicht mag ich einfach Unge nicht und vielleicht hast du mich nicht gemocht. Baba. Vielleicht hast du mich einfach nicht gemocht. Und jetzt lass mich bitte aussprechen. Und das durch das Video gestern. Durch das Video gestern hast du gemerkt, oha, wie respektlos redet Red darüber, was kann man damit über solchen Sachen? Boah, ey, ganz ehrlich, dem würde ich jetzt einen richtig... Dem würde ich jetzt so richtig fertig machen. Pass mal jetzt auf, was ich jetzt rauspacke nach 4 Jahren. Jetzt hau ich das raus. Und dann haust du dir dein Handy raus. Ja, ey, der Red, wisst ihr was, der hat mich damals massiert, ohne Erlaubnis und bla bla. Ja, das ist meine einzig logische Schlussfolgerung. Ganz einfach, Carina. Und guck mal, ich bin am Ende des Tages eine Sache zwischen dir und dir selbst. Ne? Tom kann das nicht beweisen, weil Tom hat am Ende des Tages nur die Nachricht bekommen, er war hier nicht dabei oder so. Es ist eine Sache zwischen dir und dir selbst. Ne? Ich kann. Ach so. Ich weiß ja selber, was ich gemacht habe. Und Carina, ich hab's wirklich nicht nötig, Frauen sexuell zu belästigen. Ne? Ach so. Und ist auch nicht böse gemeint. Carina, ist auch nicht böse gemeint, du bist auch null mein Typ. Ich würde dich wirklich. Nein, ist auch nicht böse gemeint. Guck mal, ist auch nicht böse gemeint. Warum darf er nicht sagen? Ist nicht böse gemeint. Ich meinte nur, du bist nicht mein Typ. Guck mal, ich. Nein, nein.
Guck mal, Carina, nein, Carina, das ist, ich habe noch nie gesagt, dass jemand hässlich ist. Carina, komm, bitte nichts falsch unterstellen. Was du machst, ist eine falsche Unterstellung. Tom, falsche Unterstellung. Ich habe sogar gesagt, gestern, hässlich ist subjektiv. Ich habe auch nie gesagt, dass Silvi hässlich ist. Ich habe nur gesagt, sie ist nicht mein Typ. Und guck mal, was ich sagen will, ist, ich bin ein Mensch. Ich gehe nicht und massiere irgendwelche wildfremden Leute. Wenn ich jemanden kennenlernen will, dann sage ich, hey. Das ist deine Aussage. Nein, Tom, lass mich doch einmal aussprechen. Weißt du, ich massiere keine wildfremden Leute, ne, als einer der größten Künstler aus Deutschland. Weißt du, wenn ich jemanden mag. Nein, Carina. Gönn dir, alle Carina, bitte, Bruder hinter dir, korrekt für deine 5 Euro, mein Schatz. Wenn ich jemanden mag oder wenn ich jemanden hübsch finde oder cool finde von der Art, weißt du, wenn ich jemanden cool finde, hübsch finde, was auch immer, dann sage ich, ey, ich finde dich ganz sympathisch. Carina, du bist so krass voreingenommen. Ich merke an deiner Art, aber ich kann... Hallo, wie soll ich das voreingenommen? Ich merke an deiner Art und Weise... Du warst so angekrapscht, in Gottes Namen, was redest du? Scheiße. Bitte, sag doch einmal die Wahrheit. Was erwartest du denn von mir? Simon, kannst du mal kurz dazu gehen? Das Problem ist, wir sind genau wieder da, wo wir eben waren. Es führt leider zu nichts. Es führt leider zu absolut nichts. Also, und das ist ein ganz großes Problem. Ja. So, nicht nur bei ApoRed, sondern allgemein. So, wenn Frauen belästigen, dann das nicht zugeben, bloß nicht sich das irgendwie sich annehmen, ne, in keinster Weise. Und dann die Frau, ne, wenn die Frau nicht möchte, so, oder das irgendwie rauskommt, so dann natürlich bashen, du bist gar nicht mein Typ, dreckig. Nein, Carina, komischerweise gibt es nie Beweise, das ist das Geile. Es gibt irgendwie nie Beweise, das ist das Geile. Und hier und so Leute, Frauen wie du, kommen dann und hauen ohne Beweise einfach sowas raus. Und das ist das Dreckigste. Aber warum das, was Mimi gemacht hat, was du gemacht hast, und was diese. Nein, so, wenn. Dann sag, ey, natürlich ist das mega, voll objektiv gesehen, hast du viel. Wenn du was raus hast, damit beweisen. Ich habe gesagt, wenn es eine Aufnahme gibt, wenn es eine Kameraaufnahme gibt, eine Handyaufnahme gibt, ich lösche alle meine YouTube-Kanäle, ich höre auf mit YouTube. Weißt du? Und du kommst hier mit irgendwelchen Aussagen ohne Hand und Fuß, ohne Beweise. Du kommst mit irgendeiner WhatsApp-Nachricht. Was soll das? Was soll das? Hallo, hör mal zu. Ich hab reingegangen. Es geht auch gar nicht darum, dass ich mich jetzt hinstellen möchte, so nach dem Motto, oh, ich bin das arme Opfer, ich wurde belästigt von Upred. Hast du aber. Darum geht es gar nicht so. Ne, es geht darum, dass ich das relativ tough wegstecke und ich mir da... Ja, Unge ist ein bisschen voreingenommen, aber ich denke, weil er auch Carina persönlich kennt. Alles klar. Wenn man so sexuell belästigt wird, kann man sowas vielleicht auch mal denken. Das habe ich in dem Moment gedacht. Slow-Mode kann raus. Subchat-Slow-Mode kann raus. In dem Moment gedacht. Wir wissen ja beide, dass du lügst, aber erzähl weiter. Hallo, erzähl weiter. Mein Gott, komm, darf ich bitte ausreden? So, mein Gott, ne, lassen wir das einfach und habe da auch nicht groß das Ganze groß an die Glocke gehangen oder sonstiges. So, es gibt aber Frauen, so, die sind von solchen Sachen vortraumatisiert, die haben sowieso Ängste oder sowas. Und wenn du das da machst, so, das kann ganz andere Auswirkungen haben. Jetzt machst und du die Psychoschiene. Mach nicht die Psychoschiene. Carina, was du machst, ist richtig eklig. Was du machst, ist richtig eklig. Ja, Red, guck mal, ich bin ja so ein toughes Mädchen, weißt du. Aber wenn du das bei jemandem machst, der schon... Carina, mach nicht diese Politik. Sei einfach ruhig, lass bitte umreden. Mach bitte nicht deine eklige Politik. Ich merke, was du vorhast. Bitte, Carina, mach deine Politik nicht. Als Opfer darstellen möchte, sondern... Ja, mach's aber. Sagen möchte, das ist nicht okay, so wie du deine Meinung gleich. Und dass du vielleicht mal drüber nachdenkst, ja, ob du sowas nochmal machst. Also ja, Bruder, Carina, mach deine gehen Politik. Gehen wir davon nicht aus, Carina, aber Red's unschuldig. Bruder, Carina, hör auf, wenn er jetzt so sentimental wäre und so. Okay, Carina, bitte hör auf, einfach Lügen-Stories über Künstler zu erzählen. Hör einfach auf, hast du mit Drake noch getroffen? Hast du mit Drake noch ein Date gehabt? Okay, jetzt warte, okay. Okay, hast du mit Monte noch einen Dinner gehabt und der dich angemacht? Red, weißt du, Red, hör auf. Eine Sache. So wie du mich beziehst, so wie du sagst, Red, hör auf, irgendwie andere Mädchen anzumachen, bla bla, sag ich, hör bitte einfach auf zu lügen. Bitte wach auf. Du bist so eine erwachsene Frau. Du bist eine erwachsene, gut aussehende Frau und du. Die kann doch trotzdem gut aussehen, aber nicht ihr Typ. Du bist mein Typ, aber guck mal, ich sag dir, du bist eine. Man merkt so, wie die den in ein schlechtes Licht rücken will. Das enttäuscht mich, dass du wirklich einfach so eine Lüge raushaust. Ich schwöre bei Gott, ich bin zutiefst enttäuscht, nicht von dir, sondern von Menschen allgemein. Dass es so eine Eigenschaft gibt, dass man einfach straight... Die Sache ist, ich will dir so gern geben, aber auf Twitch geht das nicht. Wie gesagt, ich kriege doch jetzt nur dämliche... Hast Kommentare gelügt von deinen Fans? Das ist doch das, was ich gerade eigentlich nur bezwecke. Es ist nichts Positives,
für mich gerade... Wir müssen Hopf hier reinholen hier eigentlich. Mit dir rumzuärgern. Ich will auch gar nicht, wie gesagt, die Opferrolle. Ich will einfach nur, dass sowas gehört wird, dass Frauen, dass das einfach nicht okay ist, dass Frauen ihren Mund aufmachen sollen. Wenn sowas passiert, dass man sagt, hallo, das und das ist passiert. Und ich möchte einfach, dass da was gesagt wird. Und es geht nicht darum, dass ich mich ja irgendwie in ein Licht stellen will. Ey, ich werde nicht frech werden. Beleidigt sie nicht. Sie hat genauso Rechte wie jeder andere. Darum geht es gar nicht. Das ist hier kein Drama zwischen uns beiden. Es geht mir ums Allgemeine, dass ich das nicht gutheißen kann und da nicht zugucken möchte. Aber eine Sache ist eine Frage jetzt. Ist es ihr Lippenstift oder ihr Schnurrbart? Guck mal, Carina. Ja, schwurbel ruhig rum. Alles, was du sagst, ist gelogen. Die letzten Sätze sind gelogen. Tut mir leid, die letzten Sätze sind gelogen. Ja, dann hol doch einen Lippendetektor-Test. Ey, ich mach den sofort. Ja, bitte. Ey, lass mal mitmachen. Ey, lass mitmachen. Oh, ey, das ist eine gute Idee. Unge, du bist mein Zeuge. Lass einen Lügendetektor-Test machen. Ey, das ist doch die ganze Ey, Carina. Also, okay. Baba-Idee. Ich schwöre auf mein Gott, Baba-Idee. Baba-Idee. Das war richtig gut von dir. Ja, ich sag aber, ich bin am Start. Ich bin sofort am Start. Ey, nein. Ey, komm nicht mit deiner Psychopolitik. Ey, Carina, ich kenn dich. Du machst dann auf die. Die Lügendetektor. Ey, Junge. Also, die Sache ist. Es ist schön, dass ihr euch beide äußern konntet. Ja, es tut mir besonders für Carina leid, dass jetzt dein Abend hier unterbrochen wurde, eine Geburtstagsparty da, wo du zu Gast bist, tut mir sehr leid. Und letztendlich traurig, aber so wie wir es fast erwartet haben, es führt letztendlich eh zu keiner, das ist die wahre Wahrheit, sondern letztendlich gibt es zwei Seiten und es wird sich jetzt auch nichts heute ändern. Ich finde es trotzdem... Aber der Vorschlag war gut mit dem Lügendetektor. Also ich wäre direkt am Start. Carina, du schwitzt gerade so doll im Inneren, ne? Du weinst gerade so doll im Inneren. Du weinst gerade locker. Du denkst so, fuck, das wird mich so entblöden. Das wird mich so enttarnt. Ey, das wird zu geil, Digga. Oh nein. Karma, geil! Geil, Digga! Ey, Unge, bitte besorg den besten Lügendetektor. Ey, Unge! Der Verlierer zahlt den Lügendetektor. Weißt du, wie ein Lügendetektor funktioniert? Bro, ich weiß irgendwie, das wird doch irgendwie hier so an deinen Arm angeschlossen. Ey, Bro, ich hab da wirklich gar keine Ahnung. Sag mal, wie das funktioniert. Lügendetektor sagt nicht einfach, ja, Wahrheit, Lüge, sondern Lügendetektor schlägt aus bei verschiedenen Pulssignalen. Und natürlich, wenn es ein emotionales Thema ist, selbst wenn es wahr oder Lüge ist, kann das trotzdem komplett verfälschen und so. Lügendetektor ist keine eindeutige Geschichte. Letztendlich ist es leider von Carina auch eher eine Metapher gewesen. Hohe Lügendetektor, weil sie sich sicher ist, dass sie die Wahrheit sagt. Genauso bist du dir sicher, dass du die Wahrheit sagst. Und deswegen werden wir heute auch keine Antwort hier bekommen. Letztendlich sollten wir an dieser Stelle, meiner Meinung nach, weil es wird nichts mehr weiter, wir werden nicht mehr weiterkommen. Kann ich einen Vorschlag machen? Ja, machen wir einen Vorschlag. Man kann da wirklich nochmal recherchieren, ob es wirklich sehr authentisch gute Lügendetektoren gibt. Ne? Vielleicht ist ja heutzutage die Wissenschaft so krass ausgereift, dass es hundertprozentige Lügendetektoren gibt. Und wenn das so ist, dann lass das machen. Dann bitte mach keinen Rückzieher. Abschließend kann ich einfach nur sagen, dass ich es sehr traurig finde, weil ich hätte mir gewünscht, ich meine, ich habe es nicht erwartet, das war eigentlich klar, aber ich hätte mir gewünscht, dass du wirklich gesagt hättest, ey, 2016, du warst irgendwie ein anderer Typ oder hättest dich in irgendeiner Weise entschuldigt, damit hättest du definitiv mehr Eier bewiesen, als dich jetzt wieder so drumherum zu reden, rumzuschwurbeln, das war nicht so. Und ich hätte auch für cool empfunden, hättest du gesagt, 2016 habe ich gelogen. Guck mal, Carina, ich hätte auch cool gefunden, wenn du 2016 gesagt hättest, also wenn du heute gesagt hättest, 2016, okay, also, das war vielleicht ein bisschen erflunkert, war vielleicht nicht so cool, keine Ahnung, was auch immer. Lügendetektor? Ich habe das gestern nur rausgehauen. Das ist doch unwahrscheinlich. Weil ganz ehrlich, so wie wir umgegangen sind, das fand ich nicht gut. Natürlich, das war doch voll gesehen, wie emotional du warst. Allein am Anfang des Gesprächs hat man schon ein bisschen gemacht. Ja, das habe ich einfach aufgeregt. Ja, ich weiß. Und deswegen hast du auch höchstwahrscheinlich die Storys rausgehauen, weil du halt schon relativ emotional warst, hast du auch die Storys rausgehauen. Es ist ganz clearly. Es geht mir nicht um dich, dass ich dich irgendwie bashen will oder bloßstellen will. Es geht mir einfach ums Allgemeine, dass es nicht okay so zu behandeln und dass ich deswegen was gesagt habe, weil ich mir dachte, so ganz ehrlich, ich kann das nicht so stehen lassen mit dem, was ich mit dir selber erlebt habe, kann ich jetzt nicht ruhig sein. Und komischerweise hast du es nur Malaya, der Red Street Fortnite, Junge, wir sollen ja belästigen. Sie hat ja ihrem Freund auch schon 2016 gesagt.
Das, das war ja sowieso eine Lügenstory, aber ich meine nur die Story von gestern. Der ist Jungfrau, 100%, der hat diesen Metallunterhose. Er ist komischerweise nach meinem Video gedroppt, da wo sie sehr emotional sehr aufgebracht war. Der ist gar nicht der Typ dafür, Bruder. Hat sie natürlich die Story rausgehauen. Wie oft willst du das jetzt noch sagen? Ja, man hat es ja heute schon gehört, Carina. Man hat es heute gehört. Ja. Oh, ich hoffe auf den Lügendetektor. Ich hoffe, dass du entlarvt wirst. Ich hoffe, bei Gott, ich würde mich so freuen, das ist einer der besten Tage meines Lebens. Oh Gott. Bitte, ja. Unge, bitte besorg den heftigsten Lügendetektor. Bitte, bitte. Oh, bitte. Um Gottes Willen. Bitte, oh bitte. Bitte. Ich zahle den. Ich zahle den. Ich zahle den sogar. Ich zahle den Lügendetektor. Ich zahle sogar die Reise. Ich zahle die Reise dahin, harter Fahrt. Hotelkosten übernehme ich sogar. Ja, mach mal. Ja, mach ich auch. Ja, mach bitte, Unge. Bitte, Unge. Hausaufgaben für heute, Baba Lügendetektor. Baba. Junge, Mach's, Digga. Wir jetzt heute keine Antworten bekommen. Ich finde es trotzdem, sage ich euch, wie es ist. Ich finde es schade, dass wir keine. Christ Lab! LRS, Walla, wir kommen im zweiten Monat, mein Schatz. Gemeinsamen Antworten hier gefunden haben. Aber ich finde es trotzdem schön, dass ihr euch beide hier bereit erklärt habt, das Ganze mal hier miteinander zumindest zu besprechen, auch wenn es leider nicht konstruktiv war, leider Gottes. Aber ich weiß, warum er keinen Lügendetektor jetzt machen will. Sagen wir, die machen ihren fertig, der sitzt so auch hin. Haben sie in den letzten zwei Monaten Schwein gegessen? Nein. Pst, Schweiß, warte. Lügendetektor so, Bruder. Dieser Helluf in seinem Bauch, der schreit noch, Wallah, ich bin drinne. Okay, schwör auf Koran, holt mich hier raus. Ich habe meine Ansicht kleiner, aber einfach nur für die selber. Denk mal drüber nach, wie du Frauen behandelst, ob das okay ist. Einfach nur für dich. Ne, geh einfach mal nach dem Gespräch. Ich überleg mal drüber. Ja? Carina, denk einfach mal darüber nach. Ja? Carina, soll ich dir eine wie Sache gesagt, sagen? Ich hoffe, dass wir vielleicht noch haben. Guck mal, ich hab auch Unge schon vorher gecallt, bevor wir telefoniert haben, habe ich sogar Unge gecallt. Es wird wahrscheinlich morgen die nächste Lügenstory kommen, ohne Beweise. Und übermorgen die nächste Lügenstory kommen, ohne Beweise. Und dann einen Tag darauf die nächste Lügenstory ohne Beweise. Aber Carina, wenn es eine Carina gibt, die lügt, dann der Silvia wird es wahrscheinlich hunderte an weitere geben. Aber guck mal, das denken Sie, ich bin auch einfach eine relevante Person. Ich bin auch mit Upred, mit Upred erzielst du auch Aufmerksamkeit. Und guck mal, ich sag, was das Problem ist. Ja, viele genau. Leute, guck mal, Carina, guck mal, das Problem ist, viele Leute sind sehr voreingenommen gegenüber mich, ne? Die sagen, Upred, so wie er sich gibt, ich mag den gar nicht, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, alles cool, aber guck mal, so sind viele, ich glaube, man ungewöhnlich, aber Carina, lass doch bitte einmal aussprechen, bitte nur einmal ganz kurz, ich will auch nur einmal aussprechen, auf jeden Fall, guck mal, es kann sogar sein, dass ein Unge sogar so vielleicht erstmal dachte, Upred, voller komische Typ, ne? Aber ich schwöre, eine Gemeinsamkeit bei jeder Person ist, sobald diese Leute mich dann privat kennengelernt haben, über eine längere Zeit, die haben dann alle, ich schwöre bei Gott, alle haben einen Konsens, also Konsens heißt wirklich, alle waren sich einig, alle haben gesagt, oh scheiße, so hätte ich Red gar nicht erwartet. Nein, lass mich bitte aussprechen. Und dann meinten alle, ey scheiße, so habe ich Red wirklich gar nicht erwartet. Ne? Ich kann mir sogar vorstellen, dass jetzt im jetzigen Gespräch du dir gerade denkst, fuck eigentlich, warum habe ich eigentlich sowas gesagt, warum habe ich so eine Lügenstory über erzählt? Weil das einfach generell einfach unmoralisch ist, ne? Und weil einfach, ich bin eigentlich gar nicht so der üble Typ, harter Fahrt, ne? Und ich weiß gar nicht, warum du das nicht gemacht beleidigen hast. Chef. Und vielleicht schämst du dich gerade ein bisschen dafür. Schminkel könnt ihr schlag sagen, aber nicht beleidigen. Rüber. Lass das einfach hier beenden. Lass den Lügendetektor besorgen. Ich das bin fest überzeugt. Gesagt. Du nicht. Ich habe ganz gesagt, einfach. Sag ich ja von Anfang an, dass ich nicht glaube, dass du von dir selber denkst, dass du ein Arsch bist oder ein Frauenbelästiger, weil du es nicht mal checkst. Nein, das ist deine Theorie. Ich bin sehr zurückhaltend bei Frauen. Da kannst du Paola fragen. Frag mal Paola. Okay. Dann besorgen wir den Lügendetektor. Ne? Ja, bitte. Zwinker, Smiley. Bitte. Nein, ich meine das aber wirklich ernst. Ja, wir informieren uns, ob es wirklich was gibt, also in der Mäßig, dann können wir was Lustiges machen. Müssen ganz viele andere Frauen auch denen mitmachen anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Und dann sieht man das einfach. Und dann sieht man halt, dass es wirklich echt viele Lügen auf dieser Welt gibt, Carina. Okay, alles klar. Dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Und schöne Grüße am Geburtstag, ne? Ja. Danke. Dankeschön. Oder hier ist Beef los. Ciao. Okay. Unge, Mann. Ja, was soll man sagen, ne? Es ist halt deine Aussage gegen andere Aussagen. Klicks, ich bin, Bruder. Guck mal, ich kenne dich auch. Unge lacht, guck mal seinen Blick. Ich selber schon ein bisschen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Deine Tränen, ich bin auf der Flucht vor der Guardia Civil. Ich habe gedacht, ich mach Wodka mit Biss. In Zelle gefangen mit V-Money Bliss. Yeah, Mama, yeah, Mama.
Ja Mama, ja Mama, ja Mama, die Zelle geht zu, ich wollte niemals so sein, doch heute bin ich leider ein anderer. Ja Mama, ja Mama,